Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft FeeCBeeS Infinity Skyblock. So, einfach jetzt mal abgekürzte Version. Wir haben in der letzten Folge die Status Quo fertig gemacht. Wer das nicht gesehen hat, kann aber schnell zurückschalten. Es lohnt sich auf jeden Fall, es war ein ordentlicher Akt. Und ich darf stolz sagen, ich habe es fast geschafft. Es ist die letzte Folge, die ich nachsynchronisieren muss. Also daher, einmal müsst ihr noch da durch und dann nehme ich vielleicht morgen. Ja gut, das ist jetzt Infinity Skyblock, das ist scheißegal, wann ich aufnehme. Also ich meine jetzt nicht, ob ich jetzt hier nächste Woche oder übernächste aufnehme, sondern wann zeitlich. Shattered World müsste ich vielleicht nachher noch eine Runde aufnehmen, weil da habe ich keine Folgen mehr, aber naja. Wir brauchen auf jeden Fall ein Overclock-Upgrade. Ich habe jetzt alle Seeds fertig, aber da habe ich einen Tag gewartet. Nehmen wir hier gerade das Raw Rubber, das zählt ja auch als Slime Ball für Sticky Pistons. So, so und so. Und ein wenig Ironore. Und der Inscriber ist fertig. Den packen wir mal da oben hin. Dann wird hier langsam alles ein bisschen voll, aber das Gute ist, wir müssen nur noch den Controller richtig anfangen. Wir müssen Kabel craften und dann können wir mal hier richtig anfangen mit der Automatisierung. Also die Prozessoren will ich auf jeden Fall automatisieren. Ich bin nochmal gespannt, wie das später laufen wird. Ich habe ja schon ein Rezept eingefügt für den für die Creative Strongbox. Bin ich auch mal gespannt, wie das funktionieren wird. Weil das ist auch ein bisschen heftiger. Da werde ich mich mit den Bienen auch noch auseinandersetzen müssen. Und da stellt ihr euch jetzt schon mal eine Frage. Bienen, wollt ihr das sehen oder kann ich das offscreen machen? Weil ich habe jetzt keinen Bock, jetzt anzufangen und dann das geschieht. Ich frage jetzt einfach lieber schon deswegen. Bienen wird verdammt langweilig. Weil wir, es geht nicht einfach so, ja, hau doch einfach Genetics rein, hier. Nicht Advanced Genetics, das war ein anderer Mod, mit dem Advanced Mutatron und sowas hier, dieser Genetik-Mod, womit du die Bienen super schnell durchschrotterst, ist leider nicht. Ich muss wirklich drauf gehen, dass ich erstmal die Bienen normal züchte. Bis wir zu den Infinity Bees bekommen, dann können wir die Module dafür machen. Und die Bienen müssen wir machen für die, für die Creative Strongbox. So, auf jeden Fall jetzt erstmal. Der ME-Controller ist fertig. Und es tut so gut. Wo packen wir den jetzt hin? Hier haben wir, oben haben wir einen schönen Anschluss. Haben wir noch Redstone Energy Convert über. Hier haben wir Hardened. Hardened. Habe ich jetzt echt nichts mehr. Da sind sie doch. Nee. Mach mal so, dann hängt der hier dran. Und er hat Energie. Sehr schön. So, wir brauchen auf jeden Fall jetzt einen ME-Drive. Schließlich müssen wir irgendwo ja auch die Festplatten speichern. Da brauchen wir Glaskabel Fluix. Das ist ja wohl ja kein Thema. Da bräuchten wir, glaube ich, nur ein bisschen Certus Quartz Dust. Boah, das Inventar ist wieder so rappelvoll, aber hoffentlich nicht mehr allzu lange. So, ein Zack. 1, 2. Das sollten wir dann haben. Engineering 1. Das kann man raus. Boah, ich bin froh, wenn wir hier einfach nur noch Sachen reinschmeißen können. 2. Es ist einfach nur noch abnormal. Es ist abnormal. Weil, ich meine, klar, wir hätten auch schon viel, viel früher anfangen können mit Logistic Pipes, aber ich bin ehrlich, von dem Mod bin ich kein Freund. Ich mag den Mod nicht wirklich. Da habe ich lieber so ein bisschen Chaos in den Truhen und weiß ungefähr, wo es drin ist. Weil
Ich weiß, ich bin überhaupt kein Freund von diesem Mod. Hoppala, ich wollte gar nicht nach oben. Flux, das haben wir schon. Wir brauchen noch ein bisschen Silicon. Das können wir fertig machen. Ich finde gerade teilweise die Ausschläge in meinem. Bei Audacity oder Outer City finde ich richtig lustig. Einmal so, wupp, einmal nach oben und einmal. So ganz schmal. Das sieht irgendwie jetzt gerade aus wie so eine Schwertklinge, finde ich. Ein bisschen verkrüppelt, aber eine Schwertklinge. Ja. Auf jeden Fall. Engineering-Prozessoren haben wir fertig. Dann brauchen wir das MI-Flux-Kabel. Da brauchen wir Glas für. Und Certus-Quartz-Dust. Wo haben wir Glas? Glas, Glas haben wir. Haben wir Glas? Haben wir. Ich brauche jetzt erstmal noch. Was? Rotstein. So, was haben wir denn hier noch so Feines? Normale Fluxkristall, den nehmen wir dafür. Ja. Das hast du, sehr schön. Ah, stimmt, ich hatte ja noch was Glas. Quite clear glass. Geht ja bestimmt auch mit dem. Zack. Und zack. Jawohl. Quarzfiber. Zack, zack, zack. Zack. Eins. Eins. Da. Eins und eins und rubbididups und wir haben das im E-Drive fertig. Hoppala. Ja. Wir haben einen Serverschrank fertig. Erstmal den Müll. So, jetzt brauchen wir. Was hat dich denn jetzt gestochen? Ah, meine Mutter ist gerade nach Hause gekommen. Ja gut, ich glaube, ich unterbreche mal ganz kurz hier. So, da geht es jetzt aber auch schon weiter. Entschuldige bitte die kurze Unterbrechung. Ja. So, wir sind jetzt dabei noch das Terminal zu machen. Wir wollen ja auch irgendwie auf die Items, die wir da reinklatschen, zugreifen. So, wir brauchen einfach nur noch ein bisschen Glowstone, Redstone. Das ist nicht wirklich schwierig, das ist. Hoppala. Bitte, ja, danke. Hatte schon irgendwie die Befürchtung, dass das jetzt verloren ist. Aber naja. Ist es ja zum Glücke nicht. So, wir sind jetzt bei 7 Minuten. Wow. Jut, jut. Ist ja gar kein Thema. Ich bin jetzt gerade im. Bin jetzt gerade am Überlegen. Wollen wir direkt ein Quartin? Terminal machen wäre, glaube ich, besser. Gut, gut. Wir können jetzt erstmal so ein bisschen was aufräumen. Das Schöne ist, wir hoffen jetzt. Ich brauche so gesehen erstmal bald gar nicht mehr diese widerlichen. Circuits, die Advanced Circuits zu craften, das können wir bald alles automatisch machen lassen. Ja, ignoriert bitte, was gerade passiert ist. Also, manchmal bin ich schon ein ganz schöner Spacken, ne? Auch echt nur manchmal. So. Also, heute bin ich mal ganz schön hier schon am Plan. Ich lade heute noch eine Folge. Alter, ey, jetzt im Ernst. Ich hab. Also generell, ihr habt da ja schon mitbekommen, mein Kanal ist momentan schön am Aufblühen. Ich hab heute. Also heute haben wir den 16.01. Ich hab 103 Abos und 14.075 Aufrufe. Ich muss sagen, ich glaube, ich werde vielleicht sogar. Ich muss mal schauen, wie ich es mache. Ich weiß nicht genau. Mit einer negativen Bewertung? Wer von euch war das? Wo? Wann? Wie? Bitte mehr? Also. Also, ja, gut. Das war noch zu der Zeit, wo ich noch Guild Wars so aktiv gespielt habe und auch versucht habe, ein Let's Play zu machen, was da. Ich nenne es mal schief gelaufen ist.
Ich sehe hier gerade so auf YouTube, als ich kurz weggeschaltet habe, ein Speedrun von The Legend of Zelda Wind Waker HD von Games Done Quick. Ja, jetzt vor kurzem war ja Awesome Games Done Quick. Bin ich ehrlich, habe ich richtig schön rein zugeschaut, habe auch was Geld gespendet, dachte ich nur, komm, tut was gut. Die geben sich hier so viel Mühe, da kannst du ja mal was Geld da lassen. Das ist ja auch wirklich für einen guten Zweck. So. Das brauche ich. Das brauche ich. Wir brauchen nur noch ein Netherquartz. Ja, ich bin momentan so ein bisschen im. Ja, was heißt ein bisschen? Ich schaue ganz gerne in letzter Zeit Speedruns. Und, wo ich ehrlich bin, da bin ich jetzt mal gespannt, wer von euch ist eigentlich noch so im Zelda-Hype? Ich meine, die Nintendo Switch ist ja jetzt schon ein bisschen länger bekannt, ne? Aber jetzt, wo so viel gezeigt wurde über das neue Zelda, also viele wissen es ja. Okay, ich glaube nicht allzu. Nehme ich jetzt mal zurück. Ich glaube nicht, dass das allzu viele wissen, aber ich bin ja schon ein großer Zelda-Fan. Bin ich ehrlich. Ich habe es das schon mal in einer Folge erzählt. Ich habe hier in meinem Zimmer die Majora's Mask hat meine Freundin mal gebaut. Ich habe hier ein schönes Plakat von Zelda hängen. Ich hab mir sogar mal das Master Sword geholt, so ein Replika. Habe ich nach meinem Teneriffa-Praktikum hatte ich noch so viel Geld über gehabt. Ich denke nur, komm, weißt du was? Das wolltest du schon immer mal haben. Das kannst du dir jetzt mal. Ja, das Inventar wird voll und voll. Calculation, so. Und ich muss sagen, mir war es echt wert. So. Okay, was haben wir denn noch so? So, ich bin jetzt generell am Überlegen, wie wir später die Items verstauen werden. Also ich habe momentan, sage ich jetzt schon mal offen, habe ich ein Drive mit 1K-Zellen, Storage. Drives drin. Es ist aber keine Langzeitlösung. Also die erste habe ich über einen Storage Bus angeschlossen, dass wir die so sehen. Bloß momentan ist es halt das Problem. Sammeln schnell. Wir haben trotzdem noch Platzprobleme. Das ME ist randvoll. Und ich bin halt im Überlegen, wie wir das am besten machen. Und ich glaube, die brauchen einfach auch so ein paar 64K-Drives und die ganz, ganz vollen Items, die ganz schlimm, packen wir in sogenannte MEs. Wie heißen die nochmal jetzt genau? Ich weiß gar nicht mehr richtig den Namen. ME-Block-Container waren das, meine ich. Es ist, glaube ich, echt besser, wenn wir das so machen. Weil so haben wir für ein Item, sagen wir jetzt mal Holz, wenn wir ja jede Menge haben, demnächst, kriegen wir 65, aber es um die 65.000 Bytes, oder Bits, ich weiß gar nicht genau, wie das jetzt da geregelt ist, frei für, nur für, sag mal schnell. Ich habe heute wieder so Sprachfindungsstörungen, ich merke das schon. Für ein Item haben wir dann eine ganze Festplatte voll, also so gesehen 64K Festplatte für ein Item. Das sollte gar nicht mal so schlecht sein. Es wird lustig.
Okay, wie machen wir das jetzt am besten? Ich bin ja gerade auch so ein bisschen nebenbei im Internet am Schauen, wie wir das am besten machen können. Einfach, wir brauchen irgendwie was, wie wir Speicherplatz haben. Okay. Ja, also generell wären diese Blockcontainer wirklich das Beste, was wir machen können. Ja, werden wir dafür wahrscheinlich dann machen. Dann machen wir dazu. Gut, dann haben wir da schon mal so einen Plan. Dann weiß ich, was wir demnächst mal machen. Hä? Und, aua! Wo kommt denn der her? So, F7 ist an. Okay. Ich habe da schon so eine Vermutung. Ich habe da schon eine ziemliche Vermutung, wo das herkommt. Kann ich jetzt auch schon mal sagen, ich hatte unter der Mobfarm, bei der Baumfarm, wenn die Bäume wachsen, ist es dunkel genug, dass da Mobs spawnen. Deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, darunter machen wir ein, damit schnell. Habe ich so ein Candelabra. Hier die, so ein Channel, hier diese Leuchte von da oben, die von der Decke runter, die man auch für die Magnum Torch braucht. Ihr seht einfach, dass in dem Bereich keine Gegner mehr spawnen. Gut. Aber ist ja mal gut, dass wir das ausgeschmerzt haben. So. Jetzt haben wir wenigstens schon mal etwas Platz. Drei kann man noch reintun. Und ich würde sagen, wir schmeißen jetzt erstmal rein. Einfach nur noch rein. Ich glaube, das ist erstmal seit längerem, dass ich das ME, also so ein ME-System wieder richtig benutzen kann und mein Inventar, meine Truhen leer werden. Ihr wisst gar nicht, wie gut das gerade tut. Das tut einfach so unglaublich gut. Ah, das tut so gut, das tut so gut. Gut, ich würde generell sagen, jetzt müssen wir echt mal schauen, wie wir hier weitermachen, weil wir müssen jetzt generell schauen, dass wir ans Automatisieren kommen. Das Crafting müssen wir machen. Es wäre einfach nur noch besser, wenn wir das Crafting so schnell wie möglich machen. Einfach, dass wir das hinter uns haben. Weil es bringt uns nicht so wirklich was, wenn wir jetzt einfach nur noch weiter warten. Irgendwann müssen wir ja wirklich mal anfangen.
Ah, das wird einfach so gut. Ich glaube, jeder hat das schon mal so gemerkt, was ich meine. Einfach mal die Truhen alle leer kriegen. Aber naja. So. Ich bin doch gerade nebenbei noch mal hier so ein bisschen am Schauen. Ich muss mich mal in die. Ja, ich sage es jetzt erstmal falsch und dann sage ich es richtig. In die Peer-to-Peer-Tunnels einlesen. In die Point-to-Point-Tunnels. Ich weiß nicht, wieso sich da Peer-to-Peer etabliert. Eingereiht hat. Ah, soll ich das einfach so? Generell, es sind Point-to-Point-Tunnels. Ich habe das jetzt mal gelesen. Ich bin da auch schon öfter im Wiki unterwegs. Das Problem ist einfach, wir werden einfach damit, schätze ich, viel, viel besser klarkommen. Bloß ich muss mich da einfach nochmal komplett reinlesen. So, wir brauchen am besten auch, damit wir die ganzen Erze anschließen können, brauchen wir einen Controller Slave. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Drawer Controller, einfach nur, den packen wir jetzt irgendwann und mal an, bestimmt einen zweiten Controller. Der Controller Slave ist einfach dafür da, um Items rauszuziehen oder generell eine weitere Verbindung, sie jetzt hier Storage Bus. Und das ist einfacher, als wenn wir jetzt noch eine weitere Controller machen. Ist ein bisschen leichter das Rezept. Ich schau mal, aber gerade bin ich auch ehrlich, ich schau mal so ein bisschen hier ein paar Sachen an zu Terraria, weil ich das ja noch gerade privat am Zocken bin. Weil ich mir so, komm, wenn ich schon einfach reinhaust, dann auch schon sofort geht's so richtig schinken. Ich spiele da gerade den Expert Mode. Was ein Wunder, das spielt Expert Mode. Ja gut, ich bin halt ehrlich. Wenn ich.